Hallo und herzlich willkommen zur 131. Folge von Forza Horizon 4. Tja, Audi gab es hier im Let's Play schon lange nicht mehr. Sehr, sehr lange nicht mehr. Ich glaube, der letzte war ein Audi RS6, den ich als Polizeiwagen umgebaut hatte. Jetzt wird es wieder ein RS6, und zwar der RS6 der ersten Generation von Audi, aus dem Jahre 2003. Ich finde, der sieht immer noch ziemlich modern aus. Hoffentlich ein sehr sportliches Auto. Mit einem schönen V8, 4,2 Liter groß, Biturbo aufgeladen, 450 PS. Da kommt ordentlich Dampf raus. Der ist auch eigentlich ziemlich schnell. Wie schnell er ist, seht ihr jetzt auf meiner Teststrecke. Und er ist auch ziemlich schnell. Mit einem LI von A-Klasse 710 schafft der Wagen eine 3 Minuten 2,149. Und holt damit einige Autos mit deutlich mehr Punkten, wie den Opel Manta und den Ford Focus RS MK3. Klar, die haben alle weniger Leistung, aber wiegen auch nicht 1,8 Tonnen, wie dieses Dickschiff hier. Und nach vorne geht er echt gut, trotz seines Gewichts. Und natürlich logischerweise auch hier Quattro-Antrieb, Allrad, selbstverständlich. Der geht echt gut voran. Also Dampf ist genug da. Natürlich für mich nicht genug. So, dann gehen wir mal ins Tuning. Ich war mir überlegen, also ich wollte einen RS6 fahren, das war klar. Ich war mir überlegen, ob ich jetzt diesen fahre oder den Nachfolger mit dem schönen V10 Motor. Ist aber für den entschieden. Ich finde, der sieht irgendwie besser aus. Hört sich sogar auch besser an. Echt schön V8 Motor. Es geht sogar ein Motorswap. Ich tippe mal ein V10 geht rein. Okay, eine Mercedes V8. Und ja gut. Klar, der V10 geht rein.
Der V10 aus dem Erd oder Galliardo. Oder Huracan. Nicht der V10 aus dem Nachfolger. Das ist der nicht. Oder wir könnten umbauen auf irgendwie Heckantrieb oder so, aber es wäre, glaube ich. Nee. Wir lassen ihn mal so, wie er ist. Finde ihn eigentlich echt schön. Ach Gott. Die süße Spoiler, da geht sogar ab. Das lassen wir so. So. Perfekt. Aber der Wagen bekommt auf jeden Fall ein bisschen mehr Leistung. Wenn mir einfach zu langsam ist. Da muss schon. Das ist ein Audi, der soll auf der Autobahn schön heizen können. Der muss ordentlich Bums in die Bude. Okay. Das ist so ungefähr das, was ich meinte. Ordentlich Bums. Alter. Das ist jetzt schon. So, that escalated quickly. Mit hier noch. Eieiei. Ich denke, das sollte reichen. Er hat 487 kW. Also leistungsmäßig reicht es. Da wird auch weiter getuned. Noch ein bisschen leichter und so. Und ne, tiefer und Felgen und alles, ne? Klar. 487 mal. Boah. 662 PS und 816 Newtonmeter. Puh. Ich glaube, das reicht. An Leistung. Ne? Ich wollte nicht übertreiben. Ich wollte ein bisschen mehr machen. Aber ich wollte jetzt auch nicht übertreiben, daraus irgendwie ein 1000 PS Auto machen. Aber natürlich tief muss der. Oh, geht nochmal ganz schön tief. Und ein bisschen leichter wäre auch nicht schlecht. Ah, der darf ruhig noch ein bisschen schwerer sein. Wenn er unter 1,2 Tonnen hat, dann bin ich glücklich. Hat er regelmäßig eine 5-Gang-Wandlerautomatik. Jetzt hat er. Da gibt es schon den 6. Ah, Spur. Ah, das ist doch schön. Ich wollte schon sagen, das geht ja mal gar nicht. Das ist super. Und vorne. Ich hoffe mal, vorne ist es nicht zu krass. Ach, Spur ist vorne auch sehr gut. Dann kriegt er auch andere und breitere Schlappen natürlich auch. Ja. Sicher die breitesten. Geh vorne, das ist mir noch ein bisschen zu breit. So, er hat regelmäßig nicht mal die Straßenreifen. Das ist echt traurig. Deswegen kriegt er von mir die schönen Sportreifen und nur noch größere Felgen. Boah, nee. Das ist mir zu groß. Also entweder 19 oder 20. Ich mache erstmal die Felgen und dann mache ich Felgengröße. Für die Serienfelgen. Tut mir leid, Audi, aber die finde ich auch nur kacke. Um es mal kurz zu fassen. Die finde ich optisch absolut nicht ansprechend. Vielleicht kann er sogar ein bisschen Tiefbett vertragen. Genau, dann gucke ich mal direkt wieder hier durch. Ich glaube, da kann sogar ein bisschen mehr Tiefbett vertragen als der Golf. Ich glaube, in der Kategorie werde ich hier nicht fündig. Ich denke, hier soll es doch was geben, was meinem Geschmack entspricht. Und die Felgen auch mal schneller laden würden. Ist ja auch mal nicht verkehrt. Das ist schon. Also, Tiefbett ist aber ganz schön viel. Nicht sogar zu viel des Guten. Boah, der Xani-Felgen ist natürlich. Na, schon richtig dicke Schlappen. Oder ganz sogar in der vorherigen Kategorie Hamann-Felgen, die ich auch fast auf dem Golf drauf machen wollte. Ich aber doch dann dagegen entschieden habe. Das könnte ich ja mal probieren. Ich meine, gab es die von Hamann. Sowas zum Beispiel. Brauchen wir mal Ruf. Aber nicht hier in schnuckeligen 18 Zoll.
Mach mal 20er darauf. Wobei 19er ist eigentlich. Ach komm. Ist der hat über 600 PS, Alter. Da kommen 20 Teile darauf. So. Jetzt sind wir Anfang als 1 Klasse. Aber es passt. Und ich denke, der Wagen, der bleibt auch schwarz. Oder in einem sehr dunklen Ton zumindest. Kann ein paar Nuancen verändern. Aber schwarz bleibt er so oder so. Da krieg ich mal ordentlich Heckantrieb. Ganz tief. Bisschen mehr, weniger Sturz auf jeden Fall. So, Getriebe, schöne 6 Gänge. Können wir auch schön lang übersetzen. So ein bisschen wie in der Serie. Haben nur noch einen Gang mehr, Alter. 3,5 Sekunden? Ui. Das ist aber ziemlich fast. So, ja, so 70, so im ersten kann man mal machen. Am besten noch in meinem Corsa, 70 am ersten. Doch mal was, ne? So, ja, kann ja alles schön lang. Ja, so 260 im vierten Gang. Wir sind auch immer im Corsa. Den würden mir auf 5 Gänge, glaube ich, reichen. Wenn ich 260 im vierten fahren könnte. Also ungefähr. Ist vielleicht doch ein bisschen vieles gut. Ja, so. Das ist halt schon ein Auto, glaube ich, eher auch für Langstrecke, so zum Cruisen. Das war falsch, Fabian. Du hast doch die Farbe vergessen, du Idiot. Immer diese Anfängerfehler. So, wieder zurück. Oh, sieht schon geil aus. Hat was. Der darf böse gucken, der darf auch, glaube ich, schwarze Scheiben kriegen. Ne, schön privat alles, darf keiner sehen, was ich mache. Auch schwarz ist ja nicht gleich schwarz. Gibt es viele verschiedene Schwarztöne. Das ist natürlich nicht alles gleich. Wenn es vielleicht manchmal so aussieht. Ja, sowas. Boah, das hat auch definitiv was. Boah, sieht geil aus. Boah, ist halt schwarz. Schwarz ist halt schwarz, ne? Das ist. Ich lasse ihn, glaube ich, schwarz. Und Felgen, ich glaube. Kann man nicht wohl. Ich kann mir sogar vorstellen, helle Felgen zu nehmen. So damals 10er schleimmäßig. Dann galvanisiert. Nee. Nehme ich mal gebürstetes Alu. Dunkel. So. Ich denke, jetzt soll das eigentlich passen. Und schnell genug müsste er auch sein. Das auch direkt mal austasten können. Ich bin zufälligerweise im Haus in der Nähe der Autobahn. So ganz zufälligerweise. Konnte das bloß erahnen. Und er guckt böse. Also, wenn es der Nachfolger ist, glaube ich, der RS6. Das ist, glaube ich, der RS6 C5. Der Nachfolger müsste der RS6 C6 sein. Ich bin nicht ganz irre mit dem V10. Die sahen mir so ein bisschen zu rund und zu klobig aus. Na klar, der ist auch rund, aber sieht aber nicht so klobig aus wie der Nachfolger, finde ich. Der sieht noch ein bisschen normaler aus. Ja gut, Außenspiegel, die müssen wir noch ändern, aber geht, glaube ich, gar nicht. Der Motorsound, ne? Geil. Schon mit Beethoven aufgeladen, warum auch nicht? Okay,
Okay, ich mache wieder doch vielleicht 50-50 Antrieb. Ich hab's gerade gemerkt beim Kurvenausgang. Der ging doch da irgendwann quer. Nochmal 50-50. Ich will auch nochmal ganz kurz gucken. Gehen die Außenspiegel? Kann man die noch färben? Das sieht natürlich extrem bescheuert aus. Wir wagen alles Schwarzes und die Außenspiegel sind so silbermäßig. Oder grau oder weiß ich, chrom oder whatever. Sieht natürlich, finde ich, absolut affig aus. Die Chromleisten, die können so bleiben, da habe ich nichts gegen, das muss nicht schwarz. Oder diese Chromoptik da zumindest. Aber der Außenspiegel, das geht gar nicht. Ich denke mal, das geht nicht. Dachte ich mir. Okay, das sieht nicht gut aus. Das ist auch bei anderen Autos zum Beispiel auch so. Ich glaube beim RS5 oder RS4 irgendwie so, da geht das auch nicht. Bleiben diese Spiegel auch immer in der Farbe. Egal wie man das färbt. Das finde ich ein bisschen dämlich. Also das. Finde ich nicht so gut. So, dann mal schnell dahin teleportieren. Ich muss nur ein kleines bisschen auf die Zeit achten. Weil es in 15 Minuten Mittagessen gibt. Tief ist er. Breit ist er. Schöne Felgen hat er. Schnell ist er hoffentlich auch. Gut, scheinbar habe ich jetzt nicht getönt, habe ich vergessen, aber macht nichts. Das kann man so machen, denke ich mal. Also. Geht klar. Wie schnell er auf 200 ist. Das ging sehr flott. Topspeed, so keine Ahnung. 30, 40? Okay, so nicht. Also laut Daten bei 30 oder 40. So, ich denke mal, würde mich freuen, wenn ich jetzt hier bei 20 schaffe. Okay. War ganz gut geschätzt. Ich guck mal, was denn die Daten sagen. Was dann so der theoretische Wert ist. Wenn die Autobahn auch lang genug wäre. Okay. Das habe ich eigentlich. Das Speed haben wir erreicht. Das war, finde ich, geil. Da geht auch ab. Also hier im Innenraum sieht schön aus, schön luxuriös. Ich glaube sogar vom Innenraum gefallen mir, glaube ich, sogar ältere Audis ein bisschen mehr als neuere. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bei den meisten Autos gefallen mir die neueren Sachen immer besser. Ich glaube bei Audi hauptsächlich eher so die etwas älteren Modelle. Da will ich nicht sagen, dass der Wagen irgendwie mega alt ist. Warte. Was ist auch immer schon jetzt? 2003, das sind 16 Jahre. Oder? Ja. Ist jetzt auch nicht zu verachten, das Alter. Was soll ich sagen, drücken wir aber noch ein bisschen länger. Dass wir vielleicht sogar den Topspeed im 5. fahren. Oh ja, sag's einfach nochmal noch länger machen. Komm, ein Rennen geht auf jeden Fall. Aber nur darf nicht zu lange gehen. Aber welche Klasse ist denn der Wagen? Also Meisterschaft machen wir logischerweise heute nicht mehr. Auch wenn der Wagen für eine Klasse hier geeignet wäre. Aber ich glaube eigentlich nicht. Da müsste nichts gewesen sein. Wir fahren mal Straßen-10-Rennen, genau, untergrundmäßig, ne? Der Audi ist ja ein böser Junge. Was haben wir denn da Schönes an Straßenrennen? Oh, das hier. Vielleicht wird es wohl nur mal bei dem einen Rennen bleiben. Mal gucken. Nachdem, wie lange das geht, mache ich jetzt das Rennen. Vielleicht noch ein zweites, wenn ich es von der Zeit her schaffe. Ich glaube sogar eher nicht. Sollte mal ausnahmsweise nur ein Rennen fahren.
So, der 8,2 Topspeed. Boah, das ist schon amtlich. Knapp unter 1,8 Tonnen, das geht auch in Ordnung. Leistung en masse. 59% Gewicht vorne. Ah, das ist ein bisschen viel. Das ist nicht so gut. Die Gewichtsverteilung. Ich denke mal, ist mit dem Wagensgetriebe auch vorne oder ist hinten? Wahrscheinlich auch vorne. Mit der Gewichtsverteilung. Getriebe schätze ich mal auch vorne. So, gucken wir mal. Rennveranstaltung starten. Start, ne? Der Allradantrieb. Das ist richtig geil. Hier ein schöner Dogger Ford, auch mit Audi-Motor. Da ist noch immer 5 Zylinder. Oh Gott, ja. Bremsen sind. Alter, ganz furchtbar. Ich hätte den Wagen noch ein wenig leichter machen sollen. Was das Ganze angeht. Ich komme in 3 Minuten. So, gibt doch schon Essen. Aber das haben wir erst zu Ende gemacht. Die Zeit nehme ich mir noch dafür. Werde Kirsten Martens. Eure James Bond Autos. Wird auf Bremsen. Ja. Am besten mit dem Wagen fährt ihr nur geradeaus in der Autobahn. Das kann er echt gut. Kurven kann er echt nicht gut. Hier rein ein 4 GTS. Oh, und tschüss. Alter. Da hier ist ein 65, warum auch nicht? Ein bisschen leicht übertreiben. So, Dankeschön. Zwei wichtigen. Oh Gott, Auto. Die wichtigen Leute vor. Irgendwelche Staatschefs oder sowas. Ich fahre natürlich nicht mit einem Golf vor, die muss ich schon. Muss mit einem dicken Audi oder so vorfahren, weiß ich, Mercedes oder irgendwie sowas. Ein Premium-Auto. Da wird immer so gesagt, so eine deutsche Premium-Hersteller, sowas wie Audi, BMW, Mercedes. Da wird sicherlich kein Opel gefahren. Wenn die vorfahren. Auch wenn Insignia mega toll ist, ich glaube, das würden die nicht machen. Schon wie so ein, was ich, ein Audi, was ich, A16 oder A8 oder sowas. Oh mein Gott. Ich denke, ein Rennen reicht mit dem Auto auch. So. Nicht ehrenvoll gewonnen, aber gewonnen. Zack. Platz. Aber warum ist der Sound des M4 so laut? Das verstehe ich nicht von M4 GTS. Warum ist der so unfassbar laut? Das ist irgendwie so mir ein Rätsel. Aber der Audi, der ist auch gut. Auch ein schöner Sound. Aber zum Rennfahren nicht gut. Autobahnrennen. Das ja. Rundstrecke Sprint. Ne. Sowas von knicken. Wheelspin. Zack. Noch ein 2 gewonnen. Habe ich glaube ich schon. Kann ich wieder verkaufen. Oder einfach noch aus dem Fuhrpark löschen. Bin auch auf das Geld nicht angewiesen, was ich jetzt dadurch verkauft bekommen würde. Keine Ahnung, der Zahl, was ich bringt vielleicht 30, 40.000. Ich weiß nicht, was der Wert ist. Ja, bei meinem Kontostand von 41,7 Millionen. Juckt mich das ziemlich wenig. Aber egal. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder im Sommer. Also bis dann und tschüss!